Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Anno 1800. Seid gegrüßt und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe jetzt hier die erste Frachtkiste eingesammelt. Und jetzt muss ich die zweite, steht direkt da drauf, ne? So, wunderbar. Gerettet. Bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ja, das wundert mich jetzt gar nicht. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wo? Ich habe keinen Brief. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Von wegen, mein Freund. Wir sind ja nicht neugierig. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. Mach mal. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Na, okidoki, da haben wir doch die Beweise, dass unser Onkel richtig Dreck am Stecken hatte. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte Mach mal, gedacht, da wollte ich sowieso hin zu dem. Sein könnte. Der hat nämlich schon wir wieder diesen das, Fall was ich vor haben die möchte. Gerichtsbarkeit bringen. Den hier hätte ich natürlich auch ganz gerne. Ich krieg den Hals, ich hab eine Halskrankheit, ich krieg den Hals nicht voll. Genauso wie den hier, weil dann ist diese doofe Meerenge. Wenn, da müssen wir durch, dann ist halt das Problem. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Hoffe ich, dass wir das hinkriegen. So. Haben Sie jemals einen Liebeslöffel? So, jetzt, genau, der müsste gleich da sein. Hier sieht alles soweit, ach, wir können mal wieder schnell laufen lassen, ne? Dann geht da ein bisschen voran hier. Ich lasse dann normalerweise entweder ganz schnell laufen oder auf Normalgeschwindigkeit, da muss ich mir erst dran gewöhnen. So, da müssten Was wir eigentlich schon, haben Sie da im Schlepptau? Genau, da sein. Hat er tatsächlich? Ja, hat er. Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden genau. müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Dankeschön. Sie haben es sich redlich verdient. Danke. Na gut, das ist schon mal gut. Also acht und Holz das nehmen wir auch mit. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches gut, dann würde ich sagen, wir fahren mal hier oben hoch, ja? So, da. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Die Insel wäre natürlich auch noch der Knüller, ne? Ich glaube, die nehmen wir auch. Ich bin so erleichtert. Die liegen direkt gegenüber, die beiden Inseln. Dann hätten wir da, eine, komm, das passt. Das passt. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten. Ja. IA. So, dann hätten wir jetzt, genau, wir eine Schiffswerft bauen, ne? Segelschiffswerft bauen. Wo stelle ich denn die hin? Na hier, so. Und da brauchen wir 25 Ziegel, okay. Könnt ihr mal ein bisschen Gas geben hier, Jungs? Haben wir nicht noch irgendwo Ziegel? Da oben ist noch Ziegel. Und wo ist der dritte Ziegel? Da. Ist gehopstel wie gesprungelt, ne? Aber wir brauchen es, ja, das nützt ja nichts. So. Sonst kommen wir nicht voran hier. Ziegel. Und ein Weglein.
So. Und ein Lagerhäuslein. Machen wir da hier, dann können wir eventuell auch mit an die Mine dran gehen, ne? So, dann erstmal ausbauen hier. Zack, 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 zack. Und dann müssen wir aufwerten, ne? Zack, 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 zack. Und aufstufen. So, dann machen wir direkt die Bauern, weil da brauchen wir ja auch wieder welche von. Da können die schon mal einziehen. So, unser Schifflein müsste angekommen sein. Wunderbar. Dann bauen wir auch direkt hier den Kontor hin. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, 10 Holz haben wir über, aber keinen Stahl. Wir können ja noch mal gucken, vielleicht noch eine machen. Das ist zwar ein bisschen viel, aber ich hätte halt ganz gerne die da. Die kleine, mistige Insel hätte ich gerne. Hier käme auch noch einer, aber da bin ich nicht so erpicht drauf auf die. Das wäre die da. Weil da könnte ich außen rumfahren, wenn die einer nehmen würde. So, aber wir waren 25 Ziegel für diese Schiffswerft, ne? Was ist hier los? Fehlende Waren? Ja, aber jetzt mal zackig hier. So, wie sieht denn alles andere aus? Boot geht rauf, das ist gut. Getreide brauchen wir noch ein bisschen. Holz, Fisch geht runter. Schnaps ist stabil. Kartoffeln gehen rauf. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Fischerhütte machen. Oder kann ich hinterher wieder eine Menge verschieben hier? So. So. Und Getreidefelder müssen wir machen, ne? Oh, Himmel, wo baue ich denn die jetzt noch hin? Eigentlich könnte ich die hier oben hinsetzen, ne? Das ist zwar ein ganzes Kuddelmuddel jetzt, aber ich brauche sie jetzt auf jeden Fall. So. So, ein noch. So. Machen wir direkt ein zweites noch daneben kommen. Aber Platz lassen müssen wir wieder. Für den. Für den Silo. So, und dann kann ich eigentlich so. Und so hier runter. Das müsste dann passen, ne? So, mal eben schauen. Ne, ne, nicht damit runterbauen. Das ist kontraproduktiv. So. Dann sollte da auf jeden Fall Getreide auch nach oben gehen. Wir brauchen Getreide dann auch noch für Bier, ne? Die wollen ja dann auch Bier haben. Wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. Ah ja, hier waren wir auch stehen geblieben, ne? Aber ich will erst die Schiffswerft bauen. So. Die erste und dann kriegen die Schiffswerft unserer Stadt. Dann kriegen sie Seife. Dieser Moment muss einfach eingefangen werden. Ja. Machen wir ein schönes Foto von der Schiffswerft hier. So. Und schnipp, schnapp. Ah, besser ging doch gar nicht. Genau, fast mittig positioniert. Ah. Eine vorzügliche Fotografie. Dankeschön. Ein Zeichen des Feuers, Kapitel 2. Wunderbar. So. Sie bauen also Schiffe, wie ihr ja. Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe.
Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. So, ich muss jetzt aber mal genau ein dieses... Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene... So, ne? Ein Silo noch bauen hier. Die sind auch neu für mich, die Dinger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Wir haben da zwei Stück. Das Eisen ist außer Reichweite. Ich weiß. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Ja, dann mal los. Wir müssen uns den Weg freisprengen. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. So, und zwar möchte ich genau darüber. So. Der will dann auch ein Lagerhaus haben da, das weiß ich jetzt schon. So. So. Ja, da können wir jetzt erstmal auf Ziegel warten. So, den hatten wir ja gemacht hier, ne? Ja. Und unser Schiffchen ist beim Archibald. Dann kriegen wir den auch. Wir machen Plus. Alles läuft, im Augenblick läuft alles sehr gut irgendwie. So, 9 Stück, 10 Stück, zack, Stück. Und dann würde ich die hier gerne noch nehmen. Die hat zwar keinen Sinn, die Insel, aber das macht mir ein besseres Gefühl, wenn ich hier durchfahren muss. Da bin ich ganz ehrlich. So. Erste Phase. Ja, würde ich ja. Wir brauchen Ziegel. Ich kann noch nichts dran ändern. Eine so. Produktion wurde angehalten. Ja, ich weiß, wir haben keine Ziegel. Holz. Oh, Holz müssen wir. Wofür brauchen wir denn sonst noch Holz? Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte... Wir machen mal ein Sägewerk aus, oder? Nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Ein Sägewerk stoppen wir mal. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ja, dann suchen wir den noch. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Okay. Dann mal los. Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind. Da ist er. Dynamit. Dynamit-Shop. Wir haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Na, auch toll. Meinen geliebten Thomas. Wir holen ihn da raus. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wormways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Oh, wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Mach ich. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Auf jeden Fall. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Oh, die Brut des Verräters. Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hat denn die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Na, mein Vater Verräter nicht. Ist er noch viel zu milde? Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Ja. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Da ist er doch. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Ja, das machen wir schon. Zahlen wir aus der Portokasse. Im Augenblick noch. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Sag ich doch. Aber ich wusste ungefähr, wo er war. Aber ich habe... Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen?
erste Mal auf Anhieb gefunden. Das sonst muss ich auch mal suchen. Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. Er ist bereit zum Transport. Schön. Dann mal los. Aber zackig. Da kommt er. Bring ihn mal zu meiner Insel. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. So, wir haben jetzt schon ein schön, da haben wir einen schönen Bogen schon mal hier um uns rum. Das ist gut. So, bring ihn mal zu meiner Insel. Dankeschön. Dankeschön. So, nein, du kommst hier hin, bitte. Ja, das ist nämlich genau diese Enge, die ich meine. Wenn sich hier einer positioniert, der pustet uns die Schiffe weg. Mit großen Kanonen pustet er uns die Schiffe weg. Genau da drüben auch. Und die hier wäre natürlich noch, da ist auch noch einer, das wäre genauso ein Dorn im Auge, so wie die hier. Naja, aber wir können nicht jede Insel haben, ne? Das geht einfach nicht. So, und jetzt fahren wir mal hier hinten und gucken mal. So, ne, umswitchen wollte ich nicht, wollte nach hier. Zwei Ziegel. Irgendwie habe ich das Gefühl, der produziert hier gar nichts, ne? Und ich, ne, läuft ja auch schnell. Das läuft auf normal. Dann muss ich gleich noch ein paar Ziegel einkaufen gehen. 20.000 haben wir nur noch, ja. Oder ich kaufe mal besser keine ein. Aber wir machen 239 plus. Momentan sieht es halt so aus, dass meine Produktionsgebäude mich einfach auffressen, ne? So, eine Kirsche wollen die. Eine Kirsche. So, oh, so ein Riesendingen wieder, ne? Die würde ich ja ganz gerne mittig positionieren irgendwo, aber... Ja, machen wir. Und dann lassen wir die Reihen erstmal aufsteigen, ne? So, komm. Wir setzen sie schon mal. Da brauchen wir 25 Ziegel für. War klar. Versuch einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Mach ich. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Mm-mm. Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Tue ich auch. Ich habe dich aus dem Knast geholt. Ich weiß nicht genau, was sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. So, nö. Neue Gebäude wurden. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher, Butler. Was macht es für einen Unterschied? Phase abschließen. Ich warte noch auf. Das haben wir da alles. Ist zwar wunderbar. Hey, nicht stoppen, Kinder der Nacht. Phase beginnt. Mit Bright Sands können Sie. So, wie sieht's denn hier unten aus? Bitte, die Insel meine ich nämlich hier. Das ist nämlich genau so ein Halsbruch-Dingen. Aber ich kann nicht einfach alle, ne, das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt fahren wir mal eben hier rüber. Von da kommen wir nämlich hier irgendwo. Ja, aber das könnte passen, also. Da müsste man dran vorbeikommen. Dann fahren wir direkt schon auf unsere Insel zu, da drüben. Ah ja, das passt. Das müsste passen. Das müsste passen. So, Bretter, wunderbar. Schnaps bleibt stabil, Kartoffeln gehen hoch. Das heißt, wir bräuchten noch eine Schnaps... Wenn ich jetzt noch eine Schnapsbrennerei baue, aber da kommen wir nicht drum rum, ne? Brot bleibt stabil, Mehl geht rauf. Aber wir müssen als nächstes erstmal hier Seife machen, damit wir ein bisschen mehr Einnahmequellen kriegen. 5. Da brauchen wir Stahl für. Und da brauchen wir auch nochmal Stahl für. Gut, dann holen wir uns Ziegel und Stahl, kaufen wir nochmal ein. Sobald wir hier uns ein bisschen... Da ist noch eine Insel, sollen wir mal eben gucken, wer da ist.
Schauen wir mal eben und dann fahren wir zum Herrn Archibald hoch. Zum Archie, dem Guten. Ach Gott. Reizend, dich hier zu treffen, Schätzchen. Ein Schätzchen. Kleiner Rat. Pass immer gut auf dich auf. Dankeschön für den... Ja, mütterlichen Rat kann ich nicht sagen. Bei dem Alter schon eher Oma, würde ich sagen. So. So, was haben wir hier? Keine Straßenanbindungen. Ja, das ist ja auch noch nicht so nötig, ne? Wir bauen ja noch keine Schiffe. Aber wir könnten rein theoretisch keine Schiffe bauen, weil wenn ich jetzt Schiffe baue, habe ich keine Arbeiter. So, die Ecke muss ich jetzt aufsteigen lassen hier, ne? So, wir können ja mal gucken. Zumindest schon mal einen kleinen Schoner. Ne, was will der denn? Ein Schoner, zwei Kanonenboote, eine Fregatte. Machen wir mal einen Schoner hier, oder? Ach, 60. Ich hab's geahnt. So. Jetzt fehlen mir Bauern. Also weiter geht's im Bautakt hier. Na, was ist denn los hier? So. 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 So, das sollte dann doch erstmal schon mal wieder. Oh, hier die Baumaterialien weg und warm semmeln, ehrlich. So. Sind wir schon angekommen? Na, tatsächlich? Dann, ich brauche Stahl und Holz. So. Ich brauche Ziegel, brauche ich auch noch. Oh, jetzt wird's aber langsam. So, aber mehr jetzt kaufe ich auch nichts mehr hier. Schluss jetzt mit der Einkauferei. 17.000 nur noch. Wir müssen, glaube ich, mal irgendwann auch ein paar Aufträge machen. Wir wollen ein bisschen Geld in die Portokasse kriegen hier. Aber wir machen schon wieder gut Plus. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Da brauche ich den Stahl und da brauche ich den Stahl für, ne? Und hier brauchte ich keinen Stahl, 25 und 20. Okay, ja, das passt. Dann schmeiße ich die mal wieder an. So. 400 plus ist ganz gut. Ja, wenn wir so eine Million zusammen haben oder so 800.000, dann gehen wir uns die ersten Anteile kaufen hier. Würde ich ja jetzt schon ganz gerne, aber... Das passt leider nicht. So, wir sind jetzt auf jeden Fall da. So, Zacki. Dann ausladen. So. So. Die Seiferei bauen. Und einmal den Seifenmeister bauen hier. Den Vasenmeister. Vasenmeister, glaube ich. Ne? Oh, da ist unser schon fertig. Guck mal, dann können wir den direkt verkaufen gehen beim Archibald. So. Das gibt wieder ein paar Taler. Und jetzt können wir mal gucken. 82, 63. So, wie sieht's denn hier aus? Da, die Phase ist doch auch fertig hier. Lunte zünden. Wer sind all diese Wichtigtuer? Ich habe keine Ahnung. Kann ja nicht so kompliziert sein. Nee, eigentlich nicht. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung.
Boom. Gott, jetzt kann ich meine ganzen Häuser renovieren. Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Nee, ich glaube nicht. So, und dann hätten wir unsere Minen. Das heißt, Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag. Eine nach hier. Eine nach hier. Ich muss nur aufpassen mit den Eisenbahnschienen, ne? So, heißt jetzt, ich mache mir eine Mine. Zack. Ich mache mir erstmal eine provisorische Köhlerei, bis wir Wie war denn das Verhältnis jetzt? 30, 15? Mhm. Zwei Köhlereien muss ich dann haben, ne? So. So. 30 auf 45. Das sollte erstmal mit einer sollte ich da erstmal hinkommen, ne? So. Es war so klar, ne? Es war so klar. Und ich brauche auf jeden Fall eine Feuerwehr hier, da komme ich nicht drum rum. So. Heißt, jetzt kann ich erstmal Eisen, Lagerhaus, es gab eine Chance, als ihr Vater noch Feuerwehr das Ganze unnötig hinauszögern. Jetzt und Stahl, ne? Und jetzt brauchen wir. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals. Was ist hier schon wieder los jetzt? Das Geräusch, das höre ich nicht gerne. Oh, das sind viel zu viele. Kein Holz mehr, okay. Ah, 92, aber das geht jetzt rauf. Das ist nicht schlecht. So, einkaufen haben wir gesagt, tun wir nichts mehr. Wir könnten einen Job beim nächsten Mal noch erledigen. Das geht runter. Ich könnte dann auch noch mal eben ein paar Häusle bauen. So. 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 Da krieg ich keine Dreierreihe mehr hin, ne? So ein Dreht hier. Galante Zweierreihe. Ja, machen wir eine Dreierreihe halt so. So. Und so. Hätten wir die auf 16 Holz. Das heißt, ich muss ein paar aufsteigen. Da führt kein Weg dran. Da. Wir müssen ja jetzt irgendwie mal Stahl herstellen. Ich kann den immer einkaufen. So, und jetzt wollen die auch, denke ich, schon mal, genau, die Kirche und dann wollen die Bier. Die bringen ihn ohne Verstand hier Hopfen. Jetzt geht's los mit Hopfenfeldern. Da muss ich ein bisschen Platz lassen. Da machen wir schon mal Hopfenfelder. 96, ja, das sind kleine, das ist gut. Aber nicht so, den muss er schon ransetzen hier, sonst wird da nichts. So. So. Ne, der Silo. So. Erstmal so machen. So.
Nee, falsch. Nein, falsch. Boah, ich muss näher ran hier. Ach, da ist eine Ruine noch. Da muss ich die aus dem Weg räumen. Die habe ich nicht gesehen. Dann kann ich in der Zeit mal eben die zwei Doofen da wegmachen, ne? So. Genau, Bretter mitnehmen. Da trifft sich ja perfekt. So. So, dann bauen wir die mal eben schnell schon mal. Zack. Zack. Melzerei. Es war so klar, dass ich die nicht dahin kriege, ne? Melzerei, wie ist das Verhältnis? 30 zu einer Minute, also zwei Brauereien, ne? Und ein Lagerhaus. So, und einmal einen Weg hier rum. So. So. Erst das Lagerhaus. Da fehlt uns Stahl, der kommt dann gleich. Da fehlt uns dann auch Stahl. Fehlende Fruchtbarkeit. Ach Gott, ich kann hier gar keinen Hopfen anpflanzen. Okay. Habe ich nicht drauf geachtet. Auf welche von unseren netten Inseln können wir denn Hopfen machen? Da nicht. Hier können wir Hopfen machen, ne? Uiuiuiuiuiui. Okay. Das heißt, ich muss ja hier dann... Wo ist denn unser Konto hier? Da. Ja, da muss ich hier Holz rüberkarren, ne? Auch ein kleines Dörflein bauen. So, aber ich könnte... doch schon mal hier zur den Stelle. Verkaufen. Sir Archibald Blake. Das gibt jetzt nicht viel, aber der Mensch freut sich, ne? 2,5. So. Fehlende Waren. Fehlende Waren. Ja, dann mach doch mal hin. Dann müsste da passen. 45, ja gut, einer hängt hinterher, aber der dürfte nicht hinterher hängen eigentlich. Gut, was denn hier mit der hier? Die Kirche können wir bauen, dann kriegen wir mehr Steuern, ne? Dann machen wir mal. So, Kirchenbedürfnis haben wir. Schnaps. Schnaps. Kartoffeln haben wir genug. Wir müssen nur eine Schnapsbrennerei bauen. So, die fange ich jetzt aber an, auch schon mal hier in dem Industriegebiet zu bauen. So. So, dann geht der auch rauf, dann steigen unsere Steuern, dann haben wir nur noch ein Bierproblem, was wir lösen müssen. Ein Stahl haben wir schon mal. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, ich lasse mal ein bisschen durchlaufen jetzt. Ich baue nichts, ich mache auch nichts. Ich lasse einfach nur mal ein bisschen durchlaufen, damit wir den Stahl schon mal haben für die nächste Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter, bye bye.